ich mit dieser Situation umgehe. Ich respektiere das, wenn Leute mir sagen, gib mir bitte nicht die Hand, bleib 2 Meter auf Abstand. Ich würde dich gerne in den Arm nehmen, aber ich mache das jetzt nicht. Das kann ich durchaus respektieren. Aber irgendwie akzeptiere ich das innerlich nicht. Ich sehe das als eine Art Beleidigung an. Und so wurde ich die Woche heute schon ein paar Mal, die Woche schon ein paar Mal behandelt und das hat mich auch echt angepisst, obwohl ich es auch verstehen kann. Am Anfang der Woche einen sehr angstmachenden Anruf bekommen von meinem Chef. Ich sollte auch mal in die Firma kommen, wir müssen mal miteinander sprechen. Dann war ich vor 2 Tagen da und man hat mir mitgeteilt, dass wir Kurzarbeit machen. Das heißt, ich arbeite beispielsweise nur noch 50% der Zeit, kriege auch nur noch 50% von meinem derzeitigen Nettolohn und bekomme von der Differenz zu meinem alten eigentlichen Nettolohn 60% vom Staat wiedergezahlt. Wir fahren jetzt erstmal bis zum Sommer auf dieser Kurzzeitarbeit-Taktik und müssen dann gucken, was passiert und dann bin ich entweder arbeitssuchend oder nicht. Scheiße ist nur, dass ich jetzt dadurch richtig viel Freizeit habe. Ich habe zwar Ideen und Sachen, die ich machen kann, auch mit der Wohnung hier, aber ich habe halt die Materialien nicht und das Werkzeug und an das kommt man jetzt nur noch, würde ich jetzt vermuten, ziemlich, ziemlich schwer nur noch heran. Tag 1, Corona-Tagebuch, 20.03.2020.